It was around between September, October, and by that time it was very dry. One of the clients wanted to have water for her shower. We set the shower for her. She went there. Everything was okay. Little did we know that behind the shower tents, there was this elephant also thirsty. After applying all the shampoos and everything, now she wanted to turn on the tap to shower that. And she realized that the water wasn't coming. So she opened her eyes to see what was coming, only to realize this trunk coming again for the third or the second time. That was a funny moment. Kommen Sie, wann Sie wollen. Sie werden immer freundlich begrüßt. Südafrika. Regenbogenland. Für Nelson Mandela der schönste Platz auf Erden. Es sind unvergessliche Momente. Atemberaubende Bilder. Gefühle zwischen Staunen und Glück.
Wo ein Nationalpark aufhört, fängt der nächste an. Sie müssen da nicht drüber. Aber sie könnten. Das Kap, was zu den schönsten Klippenwanderwegen der Welt zählt, war viele Jahrhunderte ein Stoßgebiet der Seefahrer. Hier liegen die ältesten und prachtvollsten Weingüter des Landes. Constantia, Franschhoek und Stellenbosch sind Namen, die Weltgeltung erlangt haben. Und 250 verschiedene Weine eines einzigen Weingutes sind das Mindeste. Hier oben, das ist der Tafelberg. Und unten, die offiziell schönste Stadt der Welt, Mother City. Schoß der Weißen und Schwarzen, der Eliten und der Vergessenen, der Glücklichen und derer, die das Glück suchen. Sie haben das Glück gefunden. In der Grundschule Amalienstein, die ihnen mit Hilfe der Chamäleon-Stiftung den Weg in eine bessere Zukunft ebnet. Okay.
25 Jahre zurück, ich mache diesen Weg hier. Und wenn ich hier an meinem Traktor arbeite, mein Sohn spielt hier, er war 10 Jahre alt, und er ruft mir von dem Traktor und er zeigt mir so ein Sediment. Und dann, wenn ich das aufmache, dann sehen wir, da gibt es noch ein Stück von einem Fossil drin. Das ist die Mesosaurus. 270 Millionen Jahre zurück, das machen das die ältesten Reptilienfossilien in Südafrika. Das heißt, Nkosi Sikelel' iAfrika, Gott beschützt Afrika. Sehen Sie die Fische da unten? Wir auch nicht. Ist auch schon 500 Millionen Jahre her, dass der Fish River zwischen Südafrika und Namibia den größten Canyon Afrikas in die Felsen geknabbert hat. Sossusvlei, das Weltnaturerbe in der 80 Millionen Jahre alten Namib-Wüste. Du wirst mit Sonnenauf- und Sonnenuntergängen bezahlt. Wir leben frei, du hast nicht die Hektik, du kannst bis an den Horizont gucken. Unser Sternenhimmel abends ist einfach gigantisch. Wir haben Ruhe hier. Es ist einfach die Natur, mit der Natur zusammenzuleben. Wir nennen das hier den Fackelträger-Boulder. Wenn ihr hier oben hinschaut, dann seht ihr die Damen, die da im Kreise tanzen. Und die haben wahrscheinlich damals Gras, Elefantengras genommen, haben das gebündelt und das im Feuer angesteckt und dann ausgepustet und dann haben sie getanzt. Und das hat dann natürlich einen sehr, sehr schönen Lichteffekt gegeben. Zwanzigtausend Jahre ist das her. Doch manchmal scheint es, als hätte sich nichts verändert. Thank you.
Sternenhimmel haben. Wir haben ganz wenig oder fast gar keine Lichtverschmutzung hier. Atmosphärische Störungen sind null. Und deswegen haben wir hier eine geniale Sternwarte, womit wir unsere Gäste näher an die Sterne dran bringen. Die Onyala Lodge mit Sternwarte und eigenem Wildpark. Zwischen all den Erlebnissen ein Refugium fantastischer Erholung. Es ist nicht nur eine Reise für die Gäste. Es gibt Projekte in Namibia, es gibt Projekte in Botswana als Hilfe für die Kinder. Es gibt eine Chance, Gelegenheit, wo ein Kind sagen: Ja, danke, ich kann das auch einen Tag. Es ist nicht vorbei, dass mein Leben oder dass ich keinen Eltern habe. Es ist eine offene Zukunft für die Kinder, die freuen sich auf was kommt. Und das ist das Wichtige. My name is Colin. My name is Ben. My name is Kevin. When I become big, I want to come and help to help people just like we have been helped here. It's something that's on my heart. I want to do. I want to study to be a social worker. But for now, I'll be working with the kids. We have 38 children there, and I like to stay with children. I like to stay to and work with orphans and vulnerable children to help them out, to be a better person in his life in the future. I'm studying for a teacher, Montessori teacher. But if I'm here, I'm also volunteering, I'm helping where I can. I'm thankful for Chameleon. Is our biggest donator, and my God will bless him with everything that we do for us at the center. Man spricht Deutsch in Swakopmund. Yazamo Mamalaka Eriari o Panfiuru Wakaro, o Shiherero no Shuambo, Aehene Vinandiria Sakanena, Penduka. The idea of Penduka when it was established is to empower women in Namibia in order to bring food for themselves on the table. But it's from Chameleon. Now it's a finished product.
This pot flower is for grant as a gift. They put the trees, it's called its baba tree, and then they give the grant as a gift. Penduka Namibia. This is a grass. And then this is a tree. In my workshop, I teach kids after they come from school and unemployed people. You see, most of my artworks is animals. I'm not sure what goes on, how it's changing the color, but yeah, it's an amazing creature. Like, this is the frame, and I'm going to put beads now. Yeah, these chameleons, I had they give to all of their clients, I think. They don't donate money to me, like, they give me a job. That is quite good. Because usually, if you get money for free, you don't use it wisely. But if you work for your money, obviously you know that money doesn't come easy. And you have to save and invest and use it wisely. Right. Now we are done. It's only for the guys, if they take it, they wrap a paper here, which is having, I heard it's a folk story from Germany. It's a popular one. Ja, wer bist du denn? »22.000 Quadratkilometer für Jäger und Gejagte.« »240 Tierarten und 340 Vogelarten.« Das ist der Etosha-Nationalpark.
Ein Mittagessen. Nee, lieber doch nicht. Ich bin ursprünglich ja nicht aus Namibia, bin aber 1986 das erste Mal hier in das Land gekommen und habe mich also in das Land verliebt. Und die Entscheidung war getroffen, ich muss hierher und fahre jetzt seit etwa 8 Jahren, fahre ich jetzt für Chameleon und bin sehr glücklich. Ich bin also der bekannte Schnittchen-Flori, weil wir oft keine Zeit haben, irgendwo anzuhalten und irgendwo lang essen zu gehen. Weil einfach die Zeit nicht ausreicht, weil wir lieber die Natur und die Tiere uns angucken. Und da halte ich immer an wunderschönen Plätzen an und dann gibt es von mir Schnittchen. Ich lege das immer so, dass ich im Ogakweyo Wasserloch dann anhalte. Da können die Leute aussteigen, da haben wir Elefanten davor und dann gibt es dann die Flori-Schnittchen. Furchtbar lecker, ja. Wenn das Wasser im Etosha knapp wird, zieht das Großwild nach Botswana. Das Okavango-Delta hat genug davon. Let's go.
Und es ist auch wieder Badetag.